Willkommen! In diesem Video lernen Sie den Begriff der Lehrenden kennen, den Karl-Heinz Flexig und Hans-Dieter Haller in ihrer Einführung in didaktisches Handeln entwickelt haben. Das Lehrende unterrichten ist klar. Allerdings ist von Lehrenden, die in einer pädagogischen Institution tätig sind, zu erwarten, dass sie nicht einfach nur irgendetwas machen und das dann als Unterricht bezeichnen. Genau genommen kann nach Flexig und Haller von Unterricht erst gesprochen werden, wenn durch die so bezeichneten Handlungen Lernprozesse organisiert werden. Von einer Organisation kann wieder erst gesprochen werden, wenn die Handlungen nicht zufällig oder beliebig passieren, sondern bewusst gestaltet und durchgeführt werden. Von Lehrenden ist also zu erwarten, dass sie nicht einfach irgendetwas machen oder nur unbewusst das reproduzieren, was sie selbst erlebt haben, sondern dass sie sich ihr Verhalten bewusst machen. Als wichtigstes Mittel für ein solches Bewusstmachen des eigenen Verhaltens nennen Flexig und Haller Begriffe. Es ist also für Lehrende zunächst einmal nötig, Begriffe zu lernen, mit denen die eigene Tätigkeit verstanden werden kann. Lehrende werden so auch als Lernende verstanden. In einem zweiten Schritt sind diese Begriffe dann aufzuklären. Damit ist gemeint, dass die Begriffe explizit bestimmt und begründet werden müssen. Das Feld, in dem Lehrende handeln, unterscheiden Flexig und Haller dann in die institutionellen, ökonomischen, personellen und konzeptionellen Rahmenbedingungen, die übergreifenden Lehrplan- und Schulkonzepte, die Lernbereiche und Unterrichtskonzepte, die Unterrichtseinheiten und die Lehr- und Lernsituationen. Auf allen Ebenen werden dann vier Klassen von Qualifikationen unterschieden: das Kontextverständnis, die Zielsetzung und Entscheidungsfähigkeit, ein Repertoire alternativer Handlungsmöglichkeiten und die Beurteilungsfähigkeit. Diese Aufzählung macht deutlich, dass profunde Kenntnisse und Erfahrungen auf allen Ebenen und in allen Klassen kaum von einem Menschen zu erwarten sind. Das ist in der Praxis auch kaum der Fall. Die Handlungen auf der Ebene der ökonomischen Rahmenbedingungen etwa finden meist auf der Ebene der Politik statt und sind insofern weniger ein Problem für Lehrende, die in Schulen unterrichten. Dagegen fällt die Gestaltung von Lehr- und Lernsituationen eher in den Tätigkeitsbereich von Lehrenden, aber weniger in den von Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitikern. Nun sind die Ebenen und Klassen miteinander verbunden. Insofern lässt sich zunächst feststellen, dass Flexig und Haller die Lehrenden als didaktisch Handelnde verstehen. Didaktische Handlungen kommen nun auf allen genannten Ebenen und in allen Klassen vor. Also reichen die Aufgaben der Lehrenden zunächst von den institutionellen Rahmenbedingungen bis zur Gestaltung von Lehr- und Lernsituationen. Flexig und Haller argumentieren aber weiter, dass Lehrende zwar über gewisse Kenntnisse auf allen Ebenen verfügen müssen, dass aber im Sinne einer Arbeitsteilung die Handlungen durchaus auf verschiedene Personen verteilt werden können. Wenn man die Ebenen nun aufteilt, könnte die Tätigkeit der Lehrenden vor allem auf der ersten Ebene gesehen werden, das heißt auf der Ebene der Gestaltung von Lehr- und Lernsituationen. Das wird von Flexig und Haller auch als Ebene des Microteaching bezeichnet. Für die Gestaltung von Unterrichtseinheiten wird dann vorgeschlagen, Expertinnen und Experten für Unterrichtseinheiten mit der Planung und Gestaltung der Unterrichtseinheiten zu betrauen. Diese Expertinnen und Experten werden von Flexig und Haller als professionelle didaktische Designer bezeichnet, die also nicht in erster Linie selbst unterrichten, sondern Unterrichtseinheiten entwerfen, die dann von Lehrenden unterrichtet werden. Die Personen, die den Unterricht durchführen, werden von Flexig und Haller dann als Moderatorinnen und Moderatoren bezeichnet. Das erlaubt es, die Anforderungen an didaktisches Design, das am ehesten als Instructional Design ins Englische übersetzt werden kann, hoch anzusetzen. Flexig nennt Kenntnisse der Didaktiken verschiedener Kulturen, die Berücksichtigung der Kontextualität, die kontinuierliche Evaluation und weitere als Bereiche, die didaktische Designerinnen und die Designer beherrschen sollten. Für diesen neu konzipierten Beruf des didaktischen Designers
haben Flexik und Haller auch Werkzeuge entwickelt, die die Planung von Unterricht erleichtern sollen. Im Wesentlichen ist dabei die Software CeDIT zu nennen. CeDIT steht für computerergänztes didaktisches Design und basiert auf einem systematisierten Planungsprozess für das didaktische Design sowie dem Göttinger Katalog didaktischer Modelle, der eine Systematik didaktischer Handlungsformen bereitstellt. Auf der Ebene der Moderatorinnen und Moderatoren spielen dann vor allem die sogenannten Mikrosituationen eine Rolle. Diese unterscheiden sich zwischen den didaktischen Modellen erheblich. So verlangt die Durchführung eines Planspiels andere Verhaltensweisen von Lehrenden als die Durchführung von Unterricht, der aus Vortrag, Gespräch und Diskussion besteht. Solche Mikrosituationen erläutern Flexik und Haller in einer ganzen Reihe von Beispielen. Neben der Eingrenzung der Rolle der Lehrenden auf die der Moderatorinnen und Moderatoren diskutieren Flexik und Haller auf dieser Ebene auch den Wandel von der Perspektive der Lehrenden zu der der Adressatinnen und Adressaten. Damit ist vor allem gemeint, dass die Adressatinnen und Adressaten den Unterricht selbst in die Hand nehmen. Das ist durch selbstorganisiertes, also autodidaktisches Lernen und durch die Übertragung von Lehrfunktionen an Medien möglich. Das ist verbunden mit einem Verständnis des Unterrichts, nach dem es vor allem darauf ankommt, dass die Adressatinnen und Adressaten lernen und nicht so sehr, dass die Lehrenden unterrichten. Damit rückt die Lernorganisation in den Mittelpunkt, an der auch die Lernenden selbst beteiligt werden können. Zur Aufgabe von Lehrenden wird es dann auch, die Organisation des Lernens durch die Lehrenden zu unterstützen. Als Ebenen didaktischen Handelns, die für Lehrende relevant sind, nennen Flexik und Haller die institutionellen, ökonomischen, personellen und konzeptionellen Rahmenbedingungen, die übergreifenden Lehr- und Schulkonzepte, die Lernbereiche und Unterrichtskonzepte, die Unterrichtseinheiten und die Lehr- und Lernsituationen. Während Lehrende Kenntnis von allen Ebenen haben sollten, wird Expertise nicht gleichermaßen auf allen Ebenen erwartet. Wenn die Ebene der Lehr- und Lernsituation als Mittelpunkt der Tätigkeit der Lehrenden gesehen wird, gehört vor allem das Microteaching, die Lernorganisation und die Tätigkeit als Lernhelfer zu den Aufgaben der Lehrenden. Mit dem Vorschlag, die Aufgabe von Lehrenden neu zu bestimmen, wird von Flexik und Haller eine unverzichtbare pädagogische Diskussion aufgegriffen, die auch heute, knapp 40 Jahre später, immer noch aktuell ist. Die Frage etwa, was Lernende mit Medien selbst lernen können, wie viel Eigenverantwortung im Lernprozess eine Rolle spielt, wie das dann organisiert werden kann und welche Aufgaben Lehrende in einem solchen didaktischen Design zukommen, wird nach wie vor diskutiert. Was Flexik und Haller dabei allerdings nicht diskutieren, ist die Frage nach den Fähigkeiten und Kompetenzen der Lernenden bzw. die Frage nach dem kulturellen, sozialen, symbolischen und ökonomischen Kapital, das Lernende mitbringen. Während die Aufforderung an die Lernenden, ihr Lernen selbst zu bestimmen, im Blick auf die Freiheit der Lernenden zunächst sinnvoll erscheint, kann die Fähigkeit von Lernenden, mit einer solchen Freiheit auch umzugehen, zu einem Problem werden. Lernende, deren Fähigkeit zur Selbstorganisation begrenzt ist, können mit einem solchen Vorgehen leicht überfordert werden. In der Logik von Flexik und Haller kann das aber in der didaktischen Planung und der Moderation des Unterrichts durchaus berücksichtigt werden. Wenn Lehrende über ein größeres Handlungsrepertoire verfügen, ist es ihnen eher möglich, auf die individuellen Bedürfnisse der Lernenden einzugehen und so im Bestreben, allen Lernenden gerecht zu werden, erfolgreicher zu werden.